So, wenn wir schon mal hier sind, kann ich gleich die Kiste ausnehmen, oder? Ich bin ja immer noch recht froh, dass alles, was wir mit Helfen gemacht haben, übertragen wird. Wahrscheinlich, weil das alles Connor gemacht hat und deswegen sich die Erinnerung eh synchronisiert. Hat das vielleicht so keinen Sinn gemacht, wie ich es erzählt habe, aber es macht schon seinen Sinn irgendwie. Dadurch, dass wir im Animus sind, macht es irgendwie Sinn. Wie ging das nochmal? Okay, nochmal. Also, L im Kreis drehen, ne? Okay, R im Kreis drehen. Na, wo ist er? Jetzt RT drücken wie blöde. Oh, das ist so kacke. Okay, also mit dem kleinen Finger das fixieren, mit dem anderen, scheiße. So, und jetzt irgendwie mit dem Daumen das Ding hier fixieren, so, und jetzt kann ich mit der anderen Hand, oh, kacke, ey, wie willst du das denn machen? Vor allem, was ist dieses dämliche Geräusch? Hör auf zu nerven. Ist das die Truhe oder was? War doch hier irgendwo. Bin mir nicht sicher, ob das da oben eine Zeit ist, die abläuft, oder andersrum. So, war das gerade ein Plan für Linkens Schwert, das ich bekommen habe, oder war das jetzt... Habe ich Linkens Schwert bekommen. Wahrscheinlich war es nur ein Plan. Weil warum sollte auch was Cooles in der Kiste drin sein, die mich so viel gekostet hat. So, das sind hoffenweise Chantis auf dem Weg, aber ich glaube, die sammle ich jetzt nicht allein. Also Chantis ist gut, einmal nach Seiten sind es ja hier. Aber eine weitere Kiste ist auf dem Weg nach da. Interessiert ja zum Glück kein Schwein, dass ich hier wildfremde Kisten ausräume. Okay, wenn du es nicht hinkriegst, dann lass es und bleib gleich auf der Straße, okay? Finde ich gut, dass wir uns da einig sind. Der Flow ist hier einfach nicht gegeben. An Dauer muss ich mich irgendwo hochziehen. Ich würde gerne einfach mal durchrennen. So wie früher. Was? Mir mal einer verraten, was hier los ist? Was habe ich denn gemacht? Gar nichts habe ich gemacht. Was denn? Meine Arbeit! Haut die Beine rein! Anonym werden zum Bestechen, na okay, könnte haben. Ich
stirb. 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 Jetzt ist der Zeitungsmann weg. Scheiße. Was, hat irgendwer mitgekriegt, was ich falsch gemacht habe? Nee, wa? Kann das sein, dass ich mir einfach nur zu nah der Story gekommen bin und sich jetzt das Spiel dafür rächen will, dass ich ihm eindeutig gerade folge, oder wie? Geld mal gleich zurück von den Pennern hier. Okay, ich muss aufpassen, dass hier nicht eine Patrouille in der Nähe ist, die mich irgendwie gleich... Was war das denn? Was haben die denn gemacht? Plünderer! Aufhalten! Ruf die Wachen! Wer hier die Wachen ruft, ist gleich tot, ja? Aber dich kann ich töten. Kühe nicht, aber dich. Allen Reisenden die besten Preise und Unterkünfte in der Stadt. Der kluge Reisende hat immer den Fuchsbau zum Ziel. Fuchsbau, ja? Kamera! New York und Philadelphia haben den. Der Weasleys oder ein anderer Fuchsbau? Berechtigte Frage? Ja, nein, vielleicht? Was ist das denn für eine Straße? Macht aber eine ganz schön krasse Stufe runter. Haben die mich jetzt vielleicht verfolgt, weil ich ihre Kiste ausgeräumt habe? Na. Was machen die nicht, oder? Hallo Hund. Kann ich mit dir interagieren? Nee, nicht wirklich. Da aus der Taschendieb. Seht ihr den? Kommt der näher, oder? Nee, er rennt weg. Schade eigentlich. Das eine fixiert. Komm schon, komm schon, komm schon. Bingo. Spirituosenplan erhalten. Hustmedizin. Ich glaube, ich kann den Hund töten, oder? Das wäre aber gemein. Komische Viecher, ey. Gubbel, gubbel. Aber Leute, komme ich hier irgendwie durch oder muss ich über euch... ja, okay, ich steig euch mal aufs Dach. So wie es eigentlich den anderen Leuten hier auch. Denn was anderes versteht ihr offenbar gar nicht. Ach du Scheiße. Das war gar nicht so gewollt. Das war eigentlich nur ein Wandsprung. Das war ja wieder klar, war das ja wieder. Gib auf oder du stirbst. Was mir gerade nicht gefällt, ist, dass er mich hier wegbringt. Boah, raus da! Raus! So, wenn es geht, nicht wieder ein Rotrock umrennen. Die sind irgendwie, nehmen das persönlich, die Penner. Weiß ja auch nicht, warum. Ja,
schon so nah dran, da vorne endlich mal zum Ziel zu kommen. So nah! Haben auch Fledermäuse so nah. Hä? Ich will gar nicht näher ans Fort rankommen. Muss ich wahrscheinlich gleich sowieso machen, aber nein. Demonstrationen reichen nicht, Sam. Wir müssen handeln. Und ich rede von mehr als einer scharf formulierten Protestnot. Ich sympathisiere mit eurem Unbehagen, Gentlemen. Jedoch müsst auch ihr meine Zurückhaltung verstehen, ins Hornissennest zu stechen. Die Loyalisten stechen, egal was wir tun. Dann soll es sich auch lohnen. Na dann. Aus Sequenz 6 sind wir sogar schon. Was soll ich zähle für Sequenz 5? Ah, Connor, sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffte, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben, sagt ein Mann, der eine Sklavin besetzt. Wen? Zuri? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Du sprichst, als sei deine Situation vergleichbar mit der der Sklaven. Ist sie nicht. Sag das meinem Nachbarn, den man zwang, britische Truppen unterzubringen. Oder meinem Freund, dessen Geschäft geschlossen wurde, weil... Weil? Hey! Es ist mein Haus! Egal, was ihr Steuereintreiber sagt! Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln! Und ihn sich holen! Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Na, genug. Wir kommen rein. Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Wenn ihr knack seid. Könnt ihr etwas Hilfe brauchen? Hallo, Leute. Ich hab gehört, ihr seid hier ein bisschen stören, Friedrichs. Was ist denn jetzt Phase? Ach so. Ich werde doch nicht gesucht, ne? Kein Ding. Da kann ich wahrscheinlich unter Bekanntheitsdings 2 bleiben. Oh, Katze. Katze. Was war denn da? Irgend so ein Zirkel? Jetzt nicht. Später. Ratte, Achtung, bin ich draufgelatscht. Tat mir jetzt fast leid. Das sieht so aus, als sollte man da nicht dran vorbei. Ich hätte außen rum. Habe ich nass Probleme mit. Da steht gleich wieder so eine Truppe an Pennern, die meinen, nö, du kommst nicht rein. Ist das etwa... Ne, das ist was anderes. Was bist denn du? Die Molyneux-Taverne. Dann open ich mal die Tür.